Moin Jungs und Mädels, da bin ich wieder, euer Sadie, und ich habe ein neues Video für euch am Start. Und zwar heute soll es mal um den Schießstand gehen. Ich denke mal, jeder von euch war bereits mindestens einmal an so einem Schießstand dran, entweder alleine oder mit seinen Kumpels. Und zwar dieser Schießstand, der befindet sich im Bunker und dort kann man einfach mal, wenn man mit Kumpels zum Beispiel spielt, gegeneinander antreten, wer die meisten Punkte halt macht. Aber wenn man das Ganze alleine macht, gibt es da mehrere Herausforderungen, die man halt bewältigen kann, um gewisse Sachen freizuschalten. Also es gibt 6 Kategorien, und zwar einmal die Pistole, das MP, das Sturmgewehr, den Karabiner, das MG und auch die Sniper. Und pro Kategorie gibt es auch 3 Stufen, die man freischalten kann, und die Belohnungen von Rockstar Games sind dann unter anderem zum Beispiel Munitionen oder T-Shirts, die man dann freischalten kann, oder ganz bestimmte Waffenmodifikationen, wie zum Beispiel, wenn man mit jeder Waffe die Stufe 1 erreicht hat, bekommt man den Gold- und den Platin-Farbton freigeschalten. Und deswegen lohnt es sich dann doch schon ein bisschen, die ganzen Herausforderungen mal zu meistern, aber das Ganze ist nicht so einfach, wie ihr es euch vielleicht vorgestellt habt. Ich denke jetzt einfach mal, die erste Stufe, die bekommt jeder wahrscheinlich auf Anhieb hin, also First Try, weil es wirklich super easy ist. Aber spätestens für die zweite Stufe wird das Ganze schon ein bisschen schwieriger und für die dritte Stufe wird es auf jeden Fall richtig eklig, wo ihr wahrscheinlich länger dran sitzen werdet, um das Ganze zu schaffen. Und in diesem Video habe ich mir einfach mal gedacht, ich werde euch einfach mal alle Tipps, die ich so habe, euch mal zeigen, wie ich das geschafft habe, weil wie ihr seht, ich habe für die Pistole schon die dritte Stufe erreicht und es war auch für mich wirklich schwer, also ich habe wirklich mehrere Versuche gebraucht und habe halt selber mir überlegt, wie kann ich das Ganze verbessern, um das wirklich vielleicht einfacher zu machen. Es bleibt trotzdem nach wie vor schwer, gar keine Frage, aber mit den Tipps, die ich euch in diesem Video zeigen möchte, wird das Ganze vielleicht ein bisschen einfacher für euch. Tipp Nummer 1 ist, kauft euch das größtmöglichste Magazin für diese Waffe, wo ihr gerade die Herausforderung machen wollt. Weil je größer das Magazin ist, desto mehr Schüsse passen rein und je mehr Schüsse halt reinpassen, desto weniger verschwendet ihr die Zeit damit in Herausforderungen mit irgendwelchen Nachladeaktionen oder sowas in der Art. Deswegen großes Magazin, viele Schüsse, wenig Nachladezeit und dadurch schafft ihr das auf jeden Fall einfacher. Den zweiten Tipp, den ich für euch habe, ist die Kameraperspektive. Probiert es einfach mal in der Ego-Perspektive, falls ihr Probleme habt und vielleicht kommt ihr damit besser zurecht. Falls ihr damit nicht besser zurechtkommt, dann drückt einmal das Touchpad auf der PS4, also dass ihr halt einmal die Kameraperspektive nach hinten macht, damit die Kamera wirklich möglichst nah am Körper ist und dass halt die ganzen Ziele und alles Mögliche wirklich nah am Bildschirm ist, damit ihr wirklich keine Probleme habt, weil je weiter die Kamera vom Charakter weg ist, desto kleiner werden halt auch die Ziele, dadurch trefft ihr sie halt schlechter. Und deswegen Ego-Perspektive einfach mal ausprobieren, falls es nicht klappt, einfach mal nochmal drücken, um die Kameraperspektive eins nach hinten zu machen und probiert es dann, weil so hat es bei mir auch besser funktioniert. Den nächsten Tipp, den ich für euch habe, der ist wirklich babahaft. Geht einfach mal in eure Einstellung rein, unter Steuerung und geht mal auf die ganzen Balken von der Zielempfindlichkeit, Umschauempfindlichkeit, also die ganzen Empfindlichkeitsbalken. Setzt die für diese Perspektive, wo ihr euch halt entschieden habt, je nachdem ob Third-Person- oder Ego-Perspektive, und setzt sie mal fast nach ganz unten, nur für die Herausforderung. Das Fadenkreuz geht dadurch wirklich wesentlich langsamer über den Bildschirm, aber ihr könnt dadurch wirklich ganz gechillt die Köpfe anvisieren von den Zielscheiben und macht dadurch richtig viele Punkte. Weil es macht ja auch keinen Sinn, wenn euer Fadenkreuz wie so ein Blitz über den Bildschirm fegt, aber ihr überhaupt gar nichts trefft oder immer nachkorrigieren müsst, weil das Fadenkreuz immer links oder rechts zu weit rausschießt. Und deswegen setzt einfach mal die Empfindlichkeit nach unten. Es braucht zwar wirklich länger und ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ihr könnt dann wirklich schön gechillt genau auf die Köpfe zielen und macht dadurch wirklich einen Haufen Punkte. Und das erhöht halt natürlich auch sehr schnell den Modifikator. Und jetzt, wenn wir schon beim Thema Modifikator sind, ist es wirklich extrem wichtig, dass ihr wirklich jeden Schuss trefft. Also braucht lieber eine Sekunde länger fürs Zielen, bevor ihr einmal daneben schießt, weil sobald ihr nämlich 4 Treffer gemacht habt, erhöht sich der Modifikator auf mal 2, nach weiteren 4 Treffern erhöht er sich auf mal 3 und dort ist dann die maximale Stufe erreicht, wo ihr einfach für einen Kopftreffer 45 Punkte bekommt und für einen Körpertreffer 15 Punkte und am Schluss ist es wirklich extrem wichtig, dass ihr wirklich Kopftreffer macht, um die erforderliche Punktzahl zu erreichen. Und deswegen ist es halt wirklich so enorm wichtig, dass ihr wirklich jeden Schuss trefft. Wenn ihr sagt, hey, okay, ich krieg's jetzt vielleicht nicht ganz hin, dann macht lieber einen Körpertreffer, bevor ihr einen Kopftreffer nicht trefft, um euch dadurch halt auch euren Modifikator kaputt zu machen. So, ich zeige euch jetzt hier erstmal mit dem ersten Durchgang, den ich gemacht habe. Und zwar, ihr seht ja schon, dass die Kameraperspektive relativ nah am Körper ist. Und dann, sobald es losgeht, habe ich noch einen weiteren Tipp für euch. Und zwar drückt R3, damit ihr nochmal so ein Zielen habt, wo die ganzen Ziele noch näher am Bildschirm sind, damit ihr die halt besser treffen könnt. Und wie ihr seht, ist mein Fadenkreuz extrem langsam und ich musste immer wieder nachkorrigieren, weil es einfach fast schon zu langsam ist. Und wie ihr seht, ich habe es wirklich super einfach geschafft. Also ich hatte überhaupt gar keine Schwierigkeiten. Ich hatte wirklich noch genug Zeit. Das Ganze sieht aber ein bisschen anders aus in der Stufe 2 und das möchte ich euch jetzt gerade auch nochmal zeigen.
Jetzt möchte ich euch meinen zweiten Durchgang zeigen und zwar daran hat sich eigentlich gar nichts geändert, also die Zeit ist immer noch gleich. Das einzige, was sich halt geändert hat, ist die Zielpunktzahl und die ist auf 550 gestiegen. Und jetzt ist es relativ doch wichtig, dass ihr viele Kopfschüsse macht. Ihr müsst jetzt nicht nur Kopfschüsse machen, also ihr schafft es auch, wenn ihr weniger Kopfschüsse macht, vielleicht auch mal einen Körpertreffer macht und dann schafft ihr das auch noch. Also es ist wirklich jetzt nicht so, dass es wirklich knapp ist mit der Zeit und von den Treffern her, aber ihr müsst euch trotzdem anstrengen und ich muss auch wirklich an der Stelle sagen, ich habe es auch nicht beim ersten Mal geschafft und auch ich habe wirklich mehrere Versuche gebraucht, bis ich es dann endlich geschafft habe. Aber ich muss euch zum Nachhinein sagen, es war jetzt nicht so übertrieben schwierig. Das Ganze sieht jetzt in der Stufe 3 noch mal ein bisschen anders aus und dort habe ich noch einen anderen Tipp für euch am Start, weil sonst schafft ihr die Stufe 3 nicht. So, in der Stufe 3 bei der Pistole sieht das Ganze ein bisschen anders aus und zwar ihr habt auch wieder 30 Sekunden, aber es spawnen mehrere Ziele gleichzeitig. Das heißt, wenn ihr eins jetzt abgeschossen habt, dann spawnt nicht automatisch das nächste, sondern es spawnt wirklich random. Also ihr habt immer so in der Regel zwischen 2 und 4 Ziele zur Verfügung, wo ihr anschießen könnt und die verschwinden halt auch wieder. Das war bei den vorherigen Stufen nicht so, was zum einen zum Vorteil ist, ihr könnt warten, bis halt unten oder oben mehrere gleichzeitig sind, wo ihr euch nicht großartig bewegen müsst, um wirklich ein bisschen Zeit zu sparen. Was zusätzlich bei der Stufe 3 noch zu erschwerend ist, und zwar, ihr dürft nicht nur auf die Köpfe zielen. Also ihr habt jetzt nicht mehr die Zeit dazu, nur noch auf die Köpfe zu schießen. Daher habe ich einen weiteren Trick für euch am Start. Und zwar in der ersten Stufe, also bei den ersten 4 Treffern, habt ihr nur einen Multiplikator von 1. Das heißt, es ist nicht so wichtig, wenn ihr da jetzt nicht einen Kopf getroffen habt, weil ihr bekommt dadurch nicht so viele Punkte. Deswegen ist es bei der Stufe 1 und sogar bei der Stufe 2 extrem wichtig, dass ihr dort relativ schnell auf Multiplikator 3 zu kommen und dann würde ich euch halt raten, wirklich nur noch Kopfschüsse zu machen und euch wirklich zu beeilen. Allerdings, wenn ihr das Ganze nicht hinbekommt, nur mit Kopfschüssen, ist es auch gar nicht so schlimm. Ihr habt es ja auch bei meinem Gameplay gesehen, auch ich habe ab und zu mal einen Körpertreffer gemacht, weil ich einfach nicht die Zeit hatte, jetzt wirklich jeden einzelnen Kopf anzuvisieren. Deswegen dachte ich mir jetzt einfach mal, ich tue lieber mal einen Körpertreffer machen, um die Punkte einfach mal auf dem Weg zum Kopf, quasi wo ich gerade am Zielen bin, den einfach noch mitzunehmen, den nächsten einfach mal wieder mit dem Kopfschuss zu treffen. Ich habe euch jetzt in diesem Video zwar nur die Pistole gezeigt, weil ich jetzt einfach noch nicht die MP und Sturmgewehr und MG und Sniper noch nicht probiert habe, aber auch dort werde ich mich jetzt die nächsten Tage ransetzen, werde das natürlich auch versuchen freizuschalten. Ob das dann schwieriger sein wird wie mit der Pistole, das kann ich euch leider noch nicht sagen, oder ob ich mehr Schwierigkeiten haben werde. Für die Pistole, um die dritte Stufe freizuschalten, habe ich ja ungefähr eine Stunde gebraucht, so eine Dreiviertelstunde bis Stunde habe ich gebraucht, um die dritte Stufe freizuschalten. Also auch ich habe wirklich mehrere Versuche gebraucht, aber es lief halt nicht immer so gut, wie ich es mir halt vorgestellt habe, aber am Schluss habe ich es dann doch ja geschafft. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall die nächsten Tage noch die anderen Waffen versuchen freizuschalten, aber ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr für die anderen Waffen dazu auch noch ein extra Video haben wollt. Oder ob ihr die ganzen Tipps für die Pistole halt auch für die anderen Waffen anwendet. So, lasst mir auf jeden Fall ein Like da, wenn es euch geholfen hat. Und ihr könnt mir natürlich auch gerne in die Kommentare reinschreiben, ob ihr es geschafft habt und mit welchen Tricks oder Tipps ihr es geschafft habt. So, ich bin jetzt auf jeden Fall an der Stelle raus. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen hammergeilen Tag. Und wenn es euch natürlich gefallen hat und ihr neu auf meinem Kanal seid, könnt ihr mir auch gerne ein Abo da lassen.